Annihilation. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch jetzt denkt, wieso macht er denselben verdammten Anfangsgag auch beim Sequel? Habt ihr das Sequel gesehen und quasi auch zufällig mitbekommen, dass Mortal Kombat Annihilation exakt dieselbe Anfangssequenz verwendet wie der erste Teil? Dieselbe Musik, dieselbe Animation, dasselbe Logo, dieselben Credits. Das Einzige ist, nachdem das Mortal Kombat Logo aufgetaucht ist, verändert es sich quasi noch einmal und dann steht dort Annihilation. Das ist in etwa so, wie wenn ich die alte DVD hernehme, Mortal Kombat durchstreiche und Annihilation drüber kritzle. Kreativität, Faktor 0. Aber um ehrlich zu sein, darauf sollten wir gefasst sein, wenn wir dieses Sequel schauen, weil ganz ehrlich, die Credit-Sequenz ist eines unserer geringsten Probleme bei Annihilation. Eine der schlimmsten Szenen eigentlich des ganzen Films ist gleich am Anfang, der allererste Satz, der in diesem Film gesprochen wird. Mortal Kombat is not about death. Ah, nicht? Ha! Dann, wenn's nicht um Tod geht, wieso ist dann das Wort mortal, also tödlich im Titel? Ganz ehrlich, das passt irgendwie einfach nicht zusammen. Mortal Kombat heißt Kampf bis auf den Tod. Und es geht nicht um Tod? Gut, wenn man es genau nimmt, geht es auch nicht um Kampf, wenn man diese choreografierten Ballettnummern hernimmt, die da teilweise zelebriert werden in dem Film. Aber dazu kommen wir noch viel später. Weil zuerst muss uns Mortal Kombat 2 erst einmal eine Zusammenfassung des ersten Teils servieren. Und nach einem fürchterlichen CGI-Effekts-Gewitter taucht dann wie im ersten Teil der Emperor wieder auf. Und wir lernen unsere Charaktere wieder kennen, beziehungsweise sie tauchen wieder auf. Liu Kang, Kitana, Sanya... Sanya who? Das ist nicht Sonya Blade. Und das ist nicht Johnny Cage. Ja, ganz einfach, ohne Ankündigung, ohne sonst irgendwas, wurden die Charaktere von Sonya Blade und Johnny Cage ausgetauscht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann es irgendwie verstehen, wenn die beiden Schauspieler für ihren, was weiß ich, 20 Sekunden Gastauftritt nicht unbedingt wieder in die alten Rollen schlüpfen wollten. Nur, wenn am Ende des ersten Teils derartig auf ein Sequel hingearbeitet wird, quasi in bester Twin Peaks-Manier, dass in der letzten Sekunde noch der böse Emperor auftaucht und alle wieder in Kampfposition gehen, dann hätte ich doch ganz ehrlich schon als Produzent vorher dafür gesorgt, dass dieselben Darsteller dann auch beim Sequel wieder dabei sind. Aber gut, wie gesagt, die zwei sind eh nur wahnsinnig kurz im Film, das stört nicht, solange Raiden... Mist. Christopher Lambert ist auch nicht mehr in dem Film zu sehen und das ist etwas blöd, weil die Rolle von Raiden im zweiten Teil größer ist als im ersten Teil. Und als Ersatz für Christopher Lambert wurde James Remar gewählt. Jemand, der Christopher Lambert in etwas so ähnlich schaut wie George W. Bush Megan Fox. Außerdem, ich meine, gut, man muss sagen, James Remar als Mentor quasi ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, damals schon, jetzt nicht, weil immerhin kennt man ihn als Rolle als Dexters Vater. Und wenn man es jetzt genau nimmt, ist die Rolle von Raiden und Harry nicht ganz so anders. Nur, da
dass es in der TV-Serie wesentlich adäquater nach den Mortal Kombat-Maßstäben zugeht, weil man dort dann tatsächliche Fatalities zeigen kann. Im Gegensatz dazu, übrigens, habe ich schon erwähnt, dass Mortal Kombat Annihilation genauso wie der erste Teil mit PG-13 in die Kinos kam? Nein. Gut. Ich meine, gut, in Deutschland hat der Film bitte nach wie vor eine Altersfreigabe ab 18 Jahren feil. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, man muss schon sagen, der Film wirkt irgendwie ein kleines bisschen härter als der erste Teil. Er geht irgendwie noch mehr zur Sache, hat irgendwie noch mehr Action-Szenen. Aber eine Freigabe ab 18. Geil. Vor allem, was mir am besten gefällt, ist, dass direkt neben dem deutschen 18er-Logo die 12er Freigabe aus Holland prangt. Quasi um zu sagen. Ja, und so in etwa kommt es dann auch wirklich perfekt rüber. Gut, jetzt haben wir schon erfahren, sie haben die Charaktere ausgetauscht. Im Gegensatz zur Titelmusik, die sie nicht ausgetauscht haben, aber egal. Hoffentlich haben sie es zumindest geschafft, wieder ein großartiges Drehbuch auf die Reihe zu stellen. Einer der ersten Dialoge aus dem Film geht nämlich in etwa so. You're alive. Too bad you will die. What the? Was? Ich meine, gut, wir haben dann eine ganze Anfangsszene vor dieser mauen CGI-Kulisse, wo im Hintergrund irgendwie so ein bläulicher Himmel blitzt und donnert und sich die Ränder von den Charakteren so richtig herrlich abzeichnen, irgendwie die mit billigen Bewegungseffekten. Und um ganz ehrlich zu sein, das macht die CGI, die PG-13-Kämpfe auch nicht besser. Ganz im Gegenteil. Und wenn man es genau nimmt, der Härtegrad des ersten Teils bleibt leider aufrecht. Es gibt nach wie vor einige Finisher. Ich meine, Johnny Cage wird relativ heavy gefinished gleich am Anfang des Films, aber wiederum komplett blutleer. Wir sehen dann übrigens unseren großen Bösewicht in dem Film, Shao Kahn, der ein bisschen ausschaut wie Sidos altes Faschingskostüm als Samurai. Und der ein bisschen so redet. Also wenn der seine Armee dirigiert, ja, ich meine, der Leiter von der Army of Darkness, der ist ja quasi ein Militärgenie dagegen, wenn er da steht, wir werden dort steuern und wir werden das Mortal Kombat Dingens machen, tun müssen. Wo ist mein Text? Ja, ich weiß nicht, irgendwie schaut er die ganze Zeit so herrlich verloren aus der Wäsche. Irgendwie der böse Evil Overlord, der wahrscheinlich nicht einmal weiß, wie man Evil Overlord schreibt. Und trotzdem unsere Crew irgendwie einheizen wird. Ich meine, gut, mit dem neuen Raiden, vielleicht hat er irgendwie andere Methoden, um unser Team anders auf die ganzen Konfrontationen in dem Film vorzubereiten. Zum Beispiel hat er ein unterirdisches Fortbewegungssystem erbaut oder gefunden, keine Ahnung, was quasi ein Tunnelsystem mit Hamsterbällen ist. Und in diesem Hamsterball sind immer zwei Leute direkt aneinander, die sich mehr oder weniger nach oben und unten, vor und zurück bewegen müssen, um diesen Hamsterball anzutreiben. Ich glaube, der Ball ist in dem Fall nicht das Einzige, was da angetrieben wird. Vor allem, wie das dann mit fürchterlicher, was weiß ich, Stop-Motion oder auch CGI-Technik durch diese Tunnel rollt, dann am besten noch einen Zentimeter über eine Lava zischt, damit, keine Ahnung, unsere Helden zumindest gut durch sind, wenn sie ankommen. Und wie dieses ganze System funktioniert, keine Ahnung. Ja. Es ist mehr oder weniger so ein Fortbewegungssystem, das für mich wirkt wie Metropia, aber erfunden von unserem Shao Kahn. Da machen wir U-Bahn aus Hamsterball. Ja, ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, ich fange schon fast ein bisschen zu heulen an, weil ich weiß ja, was noch kommt. Als nächstes kämpfen sie nämlich gegen einen Roboter.
Ja, es gibt jetzt scheinbar in der Mortal Kombat Welt auch Roboter. Und zwar gegen so einen Roboter im Predator-Verschnitt. Also quasi der einzige andere Roboter mit Dreadlocks, den ich jemals gesehen habe. Und danach kommt noch irgendein Viech mit Raketenwerfer. Was schaue ich da? Teilweise schaut der Film irgendwie aus wie der Fiebertraum eines japanischen Trash-Produzenten. Gut, apropos Fiebertraum, es kommt als nächstes Sub-Zero. Ist der nicht im ersten Film gestorben? Und dankenswerterweise kommen auch unsere Helden auf die Idee, ihn darauf anzusprechen. Hey Sub-Zero, bist du nicht im ersten Film gestorben? Worauf Sub-Zero meint, nein, das war mein Bruder. Und unsere Leute machen dann einfach weiter damit, ihn Sub-Zero zu nennen. Ganz ehrlich, wenn Eltern ihre beiden Kinder Sub-Zero nennen müssen, dann glaube ich, haben sie ein bisschen ein Namensfindungsproblem. Außerdem, wie klingt das? Sub-Zero Müller. Gut. Aber zum Glück bleibt Scorpion tot. Gut. Wir haben dann den großen Kampf zwischen Sub-Zero und Scorpion. Und um ganz ehrlich zu sein, bis dato habe ich noch geglaubt, dass es unmöglich ist, dass ein Film aus mehr sinnlosen Kampfszenen besteht als Mortal Kombat. Willkommen Mortal Kombat Annihilation! Go, Sequel, go! Ja, und schaffe es einfach vielleicht, uns noch mehr mit deinem Schwachsinn zu unterhalten. Das wäre doch großartig. Und wo ich gerade dabei bin, erinnert ihr euch noch an die Power Rangers? Unser nächster Gegner schaut aus wie der gelbe Power Ranger, abgesehen davon, dass eine Säurespritzkanone und explosive Bälle aus seiner Brust spritzen kann. Ah, geil! Mortal Kombat, ab sofort gesponsert von MacGyver Industries. Aber um ehrlich zu sein, wir haben eine wahnsinnig lange Kampfszene jetzt mit diesem gelben Roboter, wo ich teilweise den Eindruck habe, die findet in einer Trampolinfabrik statt, weil mehr oder weniger mehr gehüpft als geschlagen wird. Also, da ist der Gegner, hopsa, herrlich. Und am Ende fliegt dann mehr oder weniger dieses ganze Kampfareal in die Luft und Special Effects technisch fantastisch gelöst, ja, weil ein Film, der sich weder die Darsteller aus dem ersten Teil leisten konnte, noch eine neue Credit-Sequenz, noch, wie man vielleicht scheinen denken mag, ein Drehbuch, schafft es komischerweise auch nicht, sich gescheite Explosionseffekte zu kaufen. Deswegen sehen wir den Roboter, der explodiert, dann werden ein paar Gänge mit gleißendem Licht erfüllt und dann kommt die herrliche Aufnahme, wo unsere zwei Helden, die gerade gekämpft haben, scheinbar irgendwo, weil es nicht definierbar mehr ist, wo, vor einer Bluescreen davon springen und auf der Bluescreen sieht man quasi so loderndes Feuer. Es ist schnitt- und effekttechnisch wirklich famos gelöst. Mindestens genauso famos wie zum Beispiel die eine Kampfszene, in der Sonya Blade gegen einen Stein fliegt und man sieht, wie sich dieser Styroporstein lustig bewegt. Eieiei. Was aber noch besser ist als diese billigen CGI-Effekte, die der Film immer wieder gerne zelebriert, ist die Kampfchoreografie, weil die wirklich mehr oder weniger alles aus sich rausholt und mehr oder weniger wirklich mehr an Tanz erinnert als an Kampf, aber jetzt nicht im Sinne von Jackie Chan, wo seine Tanz-/Kampfeinlagen mehr oder weniger genial sind, sondern hier wirkt das Ganze mehr oder weniger wie... Eigentlich fällt mir nicht wirklich ein Vergleich dazu ein. Das ist, ich muss ehrlich sagen, die Kampfszenen in Mortal Kombat Annihilation sind so einzigartig, dass man sie eigentlich schon fast gesehen haben muss. Genauso wie die Effekte, weil unser, zum Beispiel in der 43. Filmminute mit einem ganz, 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 ganz schrecklichen CGI-Monster, aber in Sachen CGI, da kommen wir dann wirklich noch dazu. Puh. Und die beste Sprung, Kampf, Tanz, whatever Szene in dem Film ist sicher der Kampf von Raiden in der Säulenhalle. Wir sehen, wir müssen uns vorstellen, eine Säulenhalle, also zwei Reihen von Säulen, in der Mitte ein Gang. Raiden geht durch den Gang, an beiden Enden machen irgendwelche Leute so Seitwärtssaltos.
so ein bisschen erinnert an den unendlich Energie-Cheat in irgendeinem alten Tomb Raider-Game. Und er geht in der Mitte durch, plötzlich auf der anderen Seite, nachdem er sich irgendwann nach gefühlten 10 Minuten denkt, es war halt wegen einem Kämpfen gewesen, kommen diese Gegner in die Mitte, treffen auf Raiden und dann geht's also damit los, dass Raiden seitwärts halt die in die andere Richtung wieder zurückmacht. Und nach weiteren gefühlten 5 Minuten gibt's dann endlich einen Kampf. Natürlich nicht mit James Remar, sondern mit seinem ungefähr 20 Jahre jüngeren, 20 Kilo leichteren Stunt-Double, weil scheinbar hat man niemanden gefunden, der ansatzweise seiner Statur entspricht. Blöd! Die offensichtliche Verräterin verrät dann irgendwann einmal unser Team, die Endgegnerin, die ein bisschen ausschaut wie Vampirella oder wie die Frau von Herman Munster, macht dann in irgendeiner Szene so eine komische Wonder Woman-Drehung. Und verschwindet dann dadurch, wir erfahren, dass Shao Kahn der Bruder von Raiden ist. Und vor dem Finale kommt dann das epische Zitat quasi, wenn sich alle aussuchen, mit wem sie kämpfen, sagt dann eine aus unserem Team, I'll take my mother. Insert very obvious joke here. Und das Finale des Films ist, dann muss man schon wirklich fast sagen, ein fast anstrengender Fight-Overkill, vor allem wenn dann dieser komplett unnötige 20-Sekunden-Teil kommt, wo sich die beiden Hauptkontrahenten in stockwerkshohe Drachen und sonstige Ungetüme verwandeln und kurz miteinander kämpfen. Müssen wir uns vorstellen, da stehen zwei Menschen, die kämpfen ein bisschen, dann verwandeln sie sich beide in irgendwelche Drachen, hacken viermal auf sich ein, fliegen wo runter und dann kämpfen sie als Menschen weiter. Noch einmal, ich habe nichts gegen CGI, wenn es gut gemacht ist. Das ist kein gut gemachtes CGI. Das ist fast eigentlich, wirkt es noch billiger und schlechter als im ersten Teil, was zugegebenermaßen etwas ist, was ich schwer für möglich gehalten habe. Und trotzdem war es irgendwie scheinbar notwendig, diese zwei Drachen in den Endkampf einzubauen, abgesehen davon, dass mir noch nie die Idee gekommen wäre, dass sie dorthin gehören. Yikes! Und abgesehen davon, dass wir im Finale natürlich wieder unsere Lieblings-Musik hören und dann wieder 10 Minuten Abspann haben. Und während der Abspann dann losgeht, kommt bei mir eigentlich einfach nur der Gedanke, worum ging's in dem Film eigentlich? Ich meine, Mortal Kombat 1 hatte schon eine wahnsinnig dünne Story, aber es ging zumindest um den Mortal Kombat und quasi dieses Bloodsport-Turnier aus der Unterwelt oder was weiß ich was. Es ging darum, dass Liu Kang seinen Bruder rächen wollte und es hatte irgendwie jeder Charakter irgendwie eine Story und irgendwas zu verfolgen. In Mortal Kombat Annihilation gibt's das überhaupt nicht. Das Einzige, was es in dem Film gibt, ist erklären. Es gibt keine Entwicklung einer Story. Es gibt eigentlich nur die Entwicklung einer Backstory. Also während quasi wir nur sehen, wie irgendwelche Kämpfe aneinandergereiht werden, gibt es dazwischen immer wieder Szenen, wo einfach nur erklärt wird, wieso manche Leute jetzt miteinander verfeindet sind, wieso wer mit wem kämpfen muss, wieso die Welt so ist und bla bla bla. Wir erfahren alle Charaktermotivationen, alle Backstory, alles nur durch bla 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 bla. Man kann sich vorstellen, wie toll das wirkt, wenn nach einer langen Kampfszene unsere Helden alle nebeneinander stehen und sich Raiden plötzlich umdreht und sagt, hey, übrigens, Shao Kahn ist mein Bruder. Und? Und wer dann irgendwie glaubt, dass das den Charakteren ansatzweise Tiefe verleiht oder der Story irgendein interessantes Konstrukt drunter legt? Nein! Und es hilft nicht dabei, dass diese 90 Minuten Fight-Overkill dann nach einer gewissen Zeit einfach nur mehr monoton werden. Gut,
Monoton ist eines, aber dafür, was den Machern von Mortal Kombat 2 alles eingefallen ist, bietet der Film dann auch irgendwie wieder wahnsinnig viel Abwechslung. Mortal Kombat Annihilation ist ein perfekter Partyfilm. Punkt. Wer glaubt, Mortal Kombat von Paul W.S. Anderson hat zu viel Sinn gemacht, hat zu viel Story gehabt, hat zu viel Charakterentwicklung gehabt, Annihilation ist euer Film. Wer in einem Streifen ein mehr oder weniger 90 Minuten langes, durchgehendes Fight-Konstrukt mit Power Rangern, Predators, Sidos Faschingskostüm und einer Reihe von anderen absurden und wilden Charakteren sehen will, wer mehr oder weniger das Sommerballett mit Tanzchoreografie aus Jackie Chans Nachtkästchen haben will, wer mehr oder weniger einfach nur lachen will über die absurde und mehr oder weniger komplett unfassbare Tatsache, dass dieser Film existiert, der kann sich Mortal Kombat Annihilation anschauen. Um die Frage, die vielleicht sich noch einige stellen, zu beantworten: Nein, der Film ist nicht gut. Nein, der Film ist nicht so gut wie der erste Teil. Ja, der Film macht überhaupt keinen Sinn, vorn und hinten. Aber ja, der Film unterhält. Verdammt, kann der Film unterhalten.